Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt wieder eine schöne Runde der Story. So, ich zeige mal allen, die sich vielleicht auf der Karte nicht so gut auskennen, wo wir sind. Hier sind wir. Und jetzt muss ich mich selbst so ein bisschen orientieren. Hier irgendwo ist diese Stelzenhütte, da würde ich sagen. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Den netten Kollegen grüßen wir mal. Hoffe ich. Er will nicht. Er will ihn nicht grüßen hier. Doch jetzt aber. Nein. Vielleicht gibt's Ärger. Jetzt aber. So. Da ist ein Schwarzbärchen. Nicht getroffen. Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich muss irgendwie. Muss ich nicht Bären jagen? Aber ich muss sie, glaube ich, auch häuten. Machen wir das erstmal. Und wir gucken mal eben auf unsere Herausforderungen hier. So. Oh, da. Viel mit Indianertabak muss ich was herstellen. Da ist es, Schwarz- oder Grizzlybären gehäutet. Das dauert hier ja immer ein bisschen. Ist nicht wie bei online. Kurz auf die große Karte. Ach, wir haben ja hier so gut wie noch gar nichts entdeckt. Doch, 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 doch. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Aber hier fehlt uns noch alles Mögliche. So, das auch schon mal. Werden uns hier die ganze Folge, denke ich, in dieser Gegend aufhalten. Und in der nächsten werden wir zusehen, dass wir einen Panther kriegen, damit wir mit unseren Taschen weiterkommen. Müssen noch jede Menge Kräuter sammeln. Also es gibt eigentlich hier genug zu tun. So, hier, da wächst doch irgendwas. Was ist denn das hier? Ah, noch Rebhuhnbeere. Denn die Herausforderungen haben es in sich. Da brauchen wir jede Menge Zeug. Oh, was war das schon wieder? Jede Menge Zeug. Dann müssen wir ja noch Indianertabak sammeln. Da haben wir die Taschen sogar schon voll. Wilde Möhre haben wir auch voll. Brauchen wir gleich noch einen Bären und dann geht's da nämlich auch weiter. Sitzt da was? Da? Ja, aber Knarre zu schlecht. Bedienen wir uns hier mal. Ach, hier könnten wir sogar übernachten, das ist ja noch besser.
Dir Köder. Schwarzgebrannten kann ich nicht nehmen. Dann gönnen wir uns mal einen. Oh, Kaffee ist immer gut. So, dann werden wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Wer erst online gespielt hat, kennt sich ja ein bisschen aus hier, glaube ich, auf der Karte. Was wächst da noch? Noch mehr Rebhuhnbeere, sehr gut. Dann werden wir erstmal die Knarre wechseln. Steht noch. Dingens Kirchenwurz hier. Na gut, so wird's nix. Und jetzt fehlt uns nur ein Bär und dann haben wir die Herausforderung fertig. Ich denke, in diese Richtung werden wir den finden. Da, jetzt sieht man es auf der Minimap. Sage ich mal eben. Hier. Das ist eine einzigartige Waffe. Und die holen wir uns jetzt. Denn hier hat einer irgendwie Pech gehabt, würde ich sagen. Oh, der sieht nicht gut aus. Zack. Jetzt holen wir uns eine halbe Schatzkarte. Hoffe, dass wir hier gleich noch einen Bären finden. Was haben wir da? Aus. Oh, kannte ich nicht. Mann, Mann, Mann. War wieder zu langsam hier. Manchmal will das Pferd auch nicht so voran, ne? Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Jawohl, da wollen wir hin. Ich zeige euch das mal eben. Hier ist es. Mal im Anschleichen, hätte ich beinahe gesagt. Da hört man schon die Hunde. Können wir leider nicht scannen. Die wird gleich die Hunde auf uns hetzen. Da passiert schon. Ja gut, scheint nicht anders zu gehen. Die Hunde konnten wir leider nicht scannen. Werden wir erstmal den Ort untersuchen.
So. Glaube ich, habe eine Hexe getroffen oder zumindest eine Frau, die eine sein wollte. Und jetzt haben wir das auch auf der großen Karte. Hier ist es. Ich glaube, die Waffe brauchen wir nicht. Doppelläufige Flinte habe ich, glaube ich, schon. Kann auch Spaß mal auswechseln. Dann bedienen wir uns hier mal. Und da ist es. Eine zerrissene Schatzkarte ist also die erste Hälfte. So, können wir mal eben. Ja, das ist immer ein länger Story nicht spielt. Ne? Da ist sie. Da haben wir also nur die Hälfte. Hier bedienen wir uns wieder fleißig. Das heißt fleißig, so viel ist hier ja anscheinend gar nicht. Sing. Können wir uns auch mal direkt reinpfeifen, glaube ich. Ne? Sonst ist hier nach meinem Kenntnisstand nichts. Nichts Wichtiges. Mann, hier muss doch irgendwo ein Bär sein, das kann ja nicht sein. Also hier in der Gegend gibt es jede Menge zu entdecken. Besser Kleinwildpfeile genommen, glaube ich, ne? Dann wäre es auch noch perfekt. Aber man kann auch Glück haben beim Aufsammeln. Da ist es, Eichhörnchen, perfekt. Haben wir die Pferde schon? Ne, gehen wir nämlich nicht. Typisches Vollblut. Oh, was ist das? Und noch eins. Schick, schick. Wieder was gelernt. Nein, das war falsch. Das wollte ich eigentlich nicht. Gucken wir mal, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, hier. Aber wir müssen irgendwo. Boah, wo ist das denn? Ich glaube, hier so hin. Mal gucken, ob ich noch was mit Indianertabak herstellen kann. Salbei, das fehlt mir. Ja, muss ich ja noch jede Menge Zeug sammeln hier. Ah, Moment, Moment, Moment. Das liegt vermutlich daran, dass ich die Taschen voll habe. So, hier haben wir das. Magenbitter. Da, die. Gereifter Piratenrum, starkes Hundertonikum. Okay, da ist es nicht. Starke Arznei, Arznei, Arznei. Da auch. Irgendwo Schlangenöl oder so. Da ist es. Und deswegen geht das nicht. Hauen wir uns nochmal rein.
jetzt gucken wir mal eben. Und beim nächsten Mal gucken wir dann mal, ob wir was damit machen können. Oh. Falsch. Falsch, falsch, falsch. So, die Knarre brauchen wir schon. Jetzt haben wir natürlich mal wieder nicht aufgepasst. Ich guck mal eben kurz. Ah, Viertelstunde, alles gut. Ich meine, das war hier so grob die Richtung, ne? Wo ich hin wollte. Da ist es. Wieder ein Ort zum Untersuchen. So. Flugmaschine im Wald gefunden, okay. Und irgendwo an möchte gern Icarus. Ja, das stimmt. Gut. Er hat es wenigstens versucht zu fliegen, oder? Auch das zeige ich euch. Hier wieder was gefunden. Und hier ungefähr, glaube ich, ist so ein Eingang zu einer Höhle. Da reiten wir auch mal eben hin. Da gehe ich jetzt nur nicht rein. Das dauert mir dann zu lange. Ja, genau, hier ist das. Zeige ich euch direkt. Hier geht's rein. Da ist es. Markierung können wir wegnehmen. Da ist es. Ich weiß gar nicht, ob er die einzeichnet. Nee, macht er nicht. Also, da werden wir jetzt nicht groß reingehen. So sieht sie aus. Da verrate ich jetzt mal nicht, was euch da erwartet. Und irgendwann gehen wir da auch rein. Ja. Aber nicht in dieser Folge. So, jetzt so ein Bär. Das wär's. Oh, wir könnten Glück haben. Wenn wir... Oh, was ist er denn hier? Mit einem schicken Hund dabei, ne? Hey, boy. So. Auch schick. Viele schicke Tierchen hier. Aber hier irgendwo, meine ich, wächst auch Indianertabak. Irgendwo sein das Zeug. Ah, da. Was wächst denn hier? So. Da ist er. Da noch. Oh, Salbei.
Ja, dann schauen wir noch mal, ob wir jetzt was herstellen können. Gegenstände herstellen. Arznein. Du hast keine verfügbaren Rezepte. Starkes Wundertonikum. Dieses Rezept ist noch unbekannt, okay. Spezialarznei. Kann ich das starke Schlangenöl? Aber wieso kann ich das nicht? Ach, du trägst 5 von 5. Da muss ich starke Schlangenöl saufen. Okay. Ich das denn versteckt? So, was haben wir hier? Schwarz gebrannten. Starkes Hundertonikum, starkes Schlangenöl. Das muss doch irgendwie gehen hier. So, jetzt geht's. Ah, da brauche ich nämlich immer nur Seta, Indianertabak einmal. Dann machen wir es so direkt hier. Herstellen und runter damit. Auch gut. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Fleisch machen können. Kaffee könnten wir machen. Reptilienfleisch machen wir mal. Ach, da muss ich auch mal ein bisschen was essen hier. Und schlafen muss er auch mal, finde ich. Sonst so was Wichtiges, Großwildfleisch, immer gut. Einpacken. Denn wenn wir eh noch einen Bären jagen müssen, dann haben wir auch Platz fürs Fleisch. So, und jetzt legt der Kollege sich mal hin. Bisschen schlafen und dann machen wir Schluss und dann geht es in der nächsten Folge weiter, denn hier in der Gegend, da gibt es noch was, was wir uns holen müssen. So, gut ausgeschlafen, der Kollege, hoffe ich. Es ist kalt hier. Ja, 1 Grad, ist frisch. Das Lager schon mal ab. So, ja, das war eine weitere Folge der Story. Und dann geht's beim nächsten Mal wieder online weiter. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.